Das letzte Mal bei Home Sweet Home. Ich hab gesehen, dass da vorne noch was steht, Leute. Ich hab mir schon gedacht, ich brauche da irgendwoher noch Essen. Oh nein, stand da eben nicht noch Tisch? Hackfleischtasche. Geil. Hat er nicht mitgekriegt, das ist ja schon mal gut. Und nicht den Tisch wegnehmen, da wollte ich mich gerade drunter verstecken, du Schweinebär. Ja! Da ist's! Ist es was richtig? Ich dachte, dein Mund ist so klein. Und jetzt schön kacken. Sag mal, was ist jetzt wirklich? Ich muss dir nur was zu essen hinstellen und das Räucherstäbchen anzünden, dann ist alles gut. Naja. Ja, was macht jetzt Jade? Warum rennt sie vor uns weg? Ich meine, sie muss doch wissen, dass wir ihr Freund sind. Oder sind wir das nicht? Der illegale Motorradrennen-Gangster endet mit Stahlstange durchs Auge. 5. Oktober 2002. Gegen 2 Uhr nachts hat Yaso die Polizeigruppe illegale Rennfahrer auf dem Highway festgenommen. Während der Jagd haben die Rennfahrer versucht zu flüchten. Herr Pichai Manapaibun oder Tai, einer der fliehenden Rennfahrer oder flüchtenden Rennfahrer, hatte unglücklicherweise einen Unfall, bei dem sich eine Stahlstange durch sein linkes Auge durch den Schädel stach. Naja, als er gegen einen LKW gefahren war. Die Polizei sammelt zurzeit alle Beweise für die nächste Untersuchung oder nächste Untersuchungen. Die Leiche wurde an seine Familie weitergeleitet, damit sie die Beerdigung organisiert. Ist das vielleicht der Typ gewesen? Ich meine, der hatte nur noch ein Auge. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich meine, Where did she go? Ich dachte, das geht nur für Elternmörder. Dass sie zu einem Preta werden. Ah, guck mal, das ist übrigens das Symbol hier von den Jungs, die das gemacht haben. Jane muss hier irgendwo sein. Oh Gott, hoffentlich ist Maru vor die Briesen jetzt da. Warum kommt der hierher und hat uns gejagt? Was denn? Das Ding leuchtet irgendwie. Hallo. Was will ich mir nicht in die Bude stellen? Der Zettel? Uncool. Jens Tagebuch. Hoppala. Nein! Was ist es denn? Jens Tagebuch 5. Mai, war es das? 5. Mai 2013. Es war schon wieder mitten in der Nacht. Nicht im Schlafzimmer, aber... Ja, ich war nicht im Schlafzimmer, aber irgendwo im Haus. Es scheint, dass ich nicht Herr in meiner Sinne bin. Nicht ergattern konnte. Oh, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich von außen des Hauses beobachtet werde, von außerhalb des Hauses. Ich fühle mich, als ob das Ding wäre, versucht mich in meinen Albträumen zu töten. Also ist es Freddy Krueger oder was? Naja. Weiß ja nicht. Hört sich doch sehr nach Freddy Krueger an. Ich frage mich halt jetzt, warum? Oh, guck mal, es geht wieder zurück ins Haus, glaube ich. Wir sind wieder durch den Schrank. Oh Gott. Das ist wie Narnia, die Horrorversion davon, glaube ich. Die Horrorversion von Narnia. Müssen wir mal verfilmen hier. Oha. Home? Again? Hier hat aber jemand ganz schön gewütet. I need to get a route. Ehrlich gesagt glaube ich, dass er das selber war. Und dass sie nicht nur für ihn geflüchtet ist, weil sie dachte, er ist ein Monster, sondern weil er vielleicht wirklich eins ist. Vielleicht hat er sie ja getötet, oder... Nicht lachen. Und Kinder hat er auch noch gezeugt mit ihr, oder wie?
Guck mal, Keulkarpfen. Hallo? Guck ich mal diese Küche an. Bin da. Oh, oh, was zum Geier? Du Schweinekind, das schmeißt mit Messern. Kind, ich hab dir beigebracht, wenn du mit Messern schmeißt, dann musst du auch treffen. Ah, mir kitzelt das Ohr, ich weiß auch nicht warum. Ah. Hat wohl eine Vorliebe für Bier. Ohne Marke. Vielleicht füllt er seinen eigenen Urin ab und lässt ihn einfach nur gerinnen. Und dann, Selbst hergestellter Alkohol aus eigenem Urin. Geht das? Hint. Mach ich nicht schwach. Hab das Kind eben da gelacht, da ist aber kein Kind. Au! Ja? Ich dachte, da ist eine Nachricht, das ist doch. Aber das blinkt nicht rot. Irgendwas stimmt mit dem Badezimmer nicht. Ganze Wohnung. Das ist nicht nur für wahllos, das ist. Vandale ist das. Vielleicht wird der Teddy zum Monster. Ist eben geklappert. Kinder, ich krieg Gänse. Kennt ihr noch Wilson's Heart? Guckt's euch an, das ist so fantastisch. Bestes VR-Spiel, sag ich euch. Wirklich, auch zum Zugucken finde ich's super fantastisch. Mit dem Bärchen. Ich hätte die ganze Zeit Schritte von hier. Da ist doch jemand im Schrank. Du bist nett, Teddy, ne? Warte, man sieht aber auch nicht so viel hier. Oh, lachende Kinder. Oh, man sieht's nicht, aber ich habe gerade Pelle ohne Ende. Jetzt auch bis zum Arsch hoch. Warte mal. 21. April. Letzte Nacht, als ich schlafen wollte, hörte ich ein Geräusch von unten. Mein erster Gedanke war, es ist Tim, dass er endlich nach Hause gekommen ist, aber es war niemand dort, als ich nachsehen ging. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es auch kein Räuber war. Ja. Ich war so verwirrt, dass... Was? Ich erschrak mich so sehr, als hinter mir ein Bild von Tim und mir umfiel. Es fiel auch immer wieder um, wenn ich es aufrecht hinstellte. Vielleicht ist der Bilderrahmen kaputt oder so. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber vielleicht hat das mit Pech zu tun? Ich habe auch nicht an Pech oder Glück, das ist Quatsch. Random Number Generator, Kinder. Nö. Okay, vielleicht doch. Oh, fuck you. Es ist wieder Anneliese. Ich kann das Bild auch nicht aufrecht... Ich weiß nämlich, dass ich ein Bild aufrecht hingestellt habe. Das, was sie meinte? Das ist da unten, oder? Und überall ist er blurry. Warum? Das hier war's. Warum ist der Typ immer verschwommen? Okay, ich muss mich gleich... Ich muss gleich den Ventilator anmachen. Mir ist so warm gerade. Ich schwitze auf einmal so, aber ohne Grund. Hier, bupp, heiß. Wie so ein Schalter.
ist das? Ich dachte piepsen, das ist viel zu laut. Ich hätte nochmal hochgucken, aber... Hey? Hey, ist doch jemand! Hat sich der Schrank verschoben? Oh! Arschlöcher! Wer macht das mit dem Schrank? Boah, Kinder! Herzinfarkt gleich! Ja, komm ja schon. Oh. Mama? Verstehst nicht, was? Plato, Verata, Nektu. Oh Gott, was ist das schon wieder? Ist ja die Tür. Was ist überhaupt der Aus... Hier gibt es nicht mal eine Ausgangstür, kann das sein? Da bin ich bescheuert. Da geht's ins Bad. Das sieht auch nicht aus wie der Ausgang. Alter, was hast du mit deinem Büro angestellt? Meine Herrschaften. Ins Tagebuch. Die ist so richtig girly girl, oder? Ich kam gerade von einem, ja, von einem kleinen, von einer Zwischenmahlzeit an, aus dem rohen Sarut. Da sind wir das erste Mal ausgegangen. Und heute ist einer der besonderen Tage, weil Tim zum Cheftechniker befördert wurde. Seine Entschlossenheit erwärmt mein Herz so sehr. Ich bin sehr nachdenklich. Was? Wenn auch mit was er für mich... Ich denke viel darüber nach, was er alles für mich getan hat. Er widmet sich so sehr seiner Arbeit. Schau mich an, was auch immer. Ja, er hat sich immer für mich eingesetzt. Ich werde mein Bestes geben, damit mein nächstes Buch ein Hit wird. Das verspreche ich. Ach, sie hat geschrieben, okay. Oder sie schreibt. Ich sag jetzt mal, sie hat. Achso, eine Kontaktliste, zu denen Jane vielleicht gegangen sein könnte. Von, also Kontaktliste von Leuten. Hä? Ja, wo denn? Kann ich ranzoomen, das sagte er ja schon. Das mal abstellen. Offenes Wasser ist doch kacke. Macht man nicht. Wasserverschwendung. Dreh den Hahn jetzt ab. Tim. Ey. Freunde. Immer her. Oh, ich habe die ganze Zeit so richtig, richtig, richtig Gänsehaut. Das ist ekelhaft. Irgendwo rennt hier ein Blakum. Guck mal, das ist schon wieder umgefallen hier. Hat das doch nicht. Oh, gut, dass das Piepsen überhaupt nicht unangenehm ist. Hey. Wollt ihr das Bild wieder umschmeißen, ne? Ich hab's gehört. Raus ist für das Foto in der Mitte zerrissen. Das ist wieder geflickt worden, oder? Oh. Was ist denn jetzt schon wieder?
ich nicht merken würde, dass sie die ganze Zeit Türen zu fliegen. Oh, Jens Tür ist auf. Tim. What? Tim! It's in the corner! It's right there, Tim! Hey, there's nothing there! Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie verrückt war. Heiliger Bimbam. Ich glaube, er in dem Haus hier spukt. Oh, das wäre schon eine hübsche, ne, auf den Bildern hier. Okay, es war Gollum schon wieder. Ach, du Arsch. Will ich da reingehen? Hat sich vielleicht doch jemand geholt, wirklich? Oh. What the? Das meint ihr nicht ernst, oder? Natürlich muss ich mich da reinstellen. Oh! Erstmal schön in die Blutsuppe steigen und dann runtergesaugt werden. Das habe ich mir immer geträumt. Oh. Mir ist so heiß. Das. Oh, ich muss den Ventilator jetzt mal an. Sonst sterbe ich hier drin. Heißer Oktober. Oh. Oh. Das ist so furchtbar. Ich bin wieder hier, wo die. Oh nein, Anneliese. Ich muss Jane finden. Ich muss Hilfe finden, ja, würde ich sagen. Nicht Jane. Ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwas mit 30.000. Okay, es ist wieder so ein bisschen ruckelig am Anfang immer. Hab ich gesehen, da ist jemand durchgelaufen. Was, Jane? Jane, du Zippe! Ich sag ja, ich glaube, sie rennt wirklich vor uns weg. Ich schätze mal nicht, dass sie... Okay. Jens Tagebuch, 1. Februar 2013. Du kommst in aller Herrgottsfrühe zurück. Tim, wo hast du dich rumgetrieben? Ich weiß, dass er so von seinem Job eingenommen war, aber ich werde nicht grübeln. Was? Er hat gesagt, dass er noch härter arbeiten würde. Oh, Tim, mein Liebling. Also, Tim, was? Tim sendet mir wie gewohnt ein Bild und er stand neben dieser Dev. Aha. Was? Tim hat mir schon mal erzählt, dass Tao sein bester Freund seit seiner Kindheit war. Sie sahen so bezaubert nebeneinander aus. Ich frage mich, ob sie noch enge Freunde sind. Hä? Was, Dev? Und jetzt Tao? Was, ist das dieselbe Person, Dev Tao oder Tao Dev? Ich glaube, sie ist eifersüchtig. Wieder die Spinde. Ich krieg das Kotzen. Warte mal, ist das vielleicht die Frau, die die Nägel kotzt? Ist das diese seine beste Freundin? Ehemalig beste Freundin vielleicht? Hat seine geliebte Jane die vielleicht verflucht mit dieser Puppe? Wer weiß? Mäuschen. Mausi Maus. Was? Morse! Die Lampe will mir was sagen. Oh! WTF! WTF! Was? Wait. This is completely different. Hä? Jane, wait! Please! Ich sag doch, sie rennt vor ihm weg.
Fuck! Ja, verpiss dich! Ja! Was? Ein unverwendbarer, aber alter verrosteter Schlüssel, was? Ja, okay. Musst da irgendwie den Rost von kriegen, hä? Huh? Verpiss dich, sag damit, fuck! Oh Gott, Kinder, die Übersetzung. Die Übersetzung ist so lustig. Oh Mann, ey. Fuck off. Oh, fuck, einfach nur. Verpiss dich. Oh, komm schon, bitte nicht wieder Anneliese. Das Cuttermesser, oder? Oh, Kinder, ich will das nicht. Ein halbiertes Pärchenfoto, darauf steht Shane. Shane? Ja, soll ich jetzt da hinlaufen? Der sieht doch da vorne. Wollt ihr mich verarschen? Kinder, die steht irgendwo hinter der Tür hier. Oder im Schrank. Ja, ist kein Platz, vermute ich. Was? War ich was aus dem Spind? Aus dem Medizinschrank hier, oder? Vorne steht sie, oder? Steht auf jeden Fall irgendwas. Ist das? Nicht Anneliese? Ist nicht Anneliese. Oder sie hat sich seit letztem Mal ein bisschen verändert. Anneliese, hast du was mit den Haaren gemacht? Nein, nein, nein! Anneliese! Ah! Ah! Nein! Mädchen! Verpiss dich, ich kann nicht schnell laufen. Ah. Ah. Scheiße, ne? Oh mein Gott.